Die niederländische Polizei hat bei einer Protestaktion der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion mehr als 1500 Menschen festgenommen. Die Demonstranten blockieren am Samstag zum siebten Mal einen Teil einer Autobahn in der Hauptstadt Den Haag, um gegen staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe zu protestieren. Die Polizei setzt Wasserwerfer gegen die Aktivisten ein. Die meisten Festgenommenen werden nach Polizeiangaben schon bald wieder freigelassen. 40 von ihnen werden aber unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verfolgt, heißt es. An dem Einsatz sind hunderte Polizisten beteiligt. Für ihre Blockade wählten die Klimaaktivisten die A12 im Zentrum von Den Haag aus. Diese führt am Parlament und an zwei Ministerien vorbei. Nach Angaben von Extinction Rebellion nehmen 7000 Menschen an dem Protest teil. In Erwartung, dass die Polizei sie mit Wasserwerfern auseinandertreiben werde, kommen viele Teilnehmer in Badekleidung und tanzen bei Sonnenschein unter den Wasserstrahlen.